Grüß Gott aus dem Stadion der Träume hier am Fettcat, am alten Gasteig. Begrüßen wir euch ganz herzlich zum ersten Live-Event Hock die Her. Hock die Her, eine Veranstaltung der Host City München im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft, des Kulturprogramms. Wir sitzen hier, Hock die Her, wir setzen uns auf solche Bänke. Ihr habt die Bänke wahrscheinlich gesehen, die stehen im ganzen Stadtgebiet. Wir haben 6 Bänke aufgestellt in der vergangenen Woche. Stehen am Isartor, stehen an der Münchner Freiheit, auf dem Olympiaberg. Und eben hier im Stadion der Träume, wo könnten sie besser stehen? Wir machen heute eine halbe Stunde Veranstaltung über Begegnungen, über Fußball. Fußball und Kultur ist das Thema und da sind wir hier natürlich ganz richtig. Ich freue mich sehr auf eine illustre, gute Runde heute. Wir haben Till Hoffmann hier als quasi Hausherr, als Gastgeber aus dem Stadion der Träume. Ich sehe Christine Umpfenbach, die mit ihm zusammen im Bellevue de Monaco, der Till macht doch das Bellevue de Monaco, die Theatergruppe leitet. Ich sehe hinterm Till versteckt Simon Pierce. Wir haben Brumillo hier, Kabarettist und Comedian wie Simon Pierce. Und wir haben Friedrich Arne hier, Schriftsteller, der auch eine Affinität zum Fußball hat. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen auch auf Christel Sittenauer, die die Moderation heute übernimmt. Hallo Christel. Hallo. Hock dir her, Christel. Ich hock mir her. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich setze mich mal gleich am Rand, weil wir viele Gästinnen und Gäste heute haben. Das sind die Bänke, die stehen überall, sind in den Farben der Euro ausgestattet. Hier sehen wir Albert, das Maskottchen. Und diese Bänke sind dazu da, dass man sich begegnet. Begegnungen über Fußball, Begegnungen von Menschen, die unterschiedliche Hintergründe haben. Fußball und Kultur ist das Thema heute. Ist es ein Gegensatz? Wenn, dann ist es ein scheinbarer Gegensatz. Christel, wie ist, du bist Kabarettistin, du bist Schauspielerin, gehörst zum Ensemble der Lach und Schieß. Wie ist deine Beziehung zum Fußball? Meine Beziehung zum Fußball ist sehr früh geprägt. Ich hatte wenig Chance, eine andere Fangemeinschaft anzugehören als FC Bayern. Meine Familie hat einen FC Bayern Fanclub gegründet. Das heißt, ich war schon sehr früh mit Fußball in Berührung. Und ich finde, Fußball ist natürlich auch eine Kultur, weil es die Leute zusammenbringt. Also United by Football ist einfach etwas, wo viele Leute gemeinsam ein großes Thema haben und sich gemeinsam freuen und enttäuscht sein können. Dann würde ich sagen, wir starten. Hock dir her, Till Hoffmann. Ja. Servus, Till. Grüß Gott, Herr Hoffmann. Servus, Till. So, jetzt sind wir hier im Stadion der Träume. Sieht wahnsinnig, wahnsinnig schön aus vom ersten Tag und es ist wahnsinnig gelungen. Fußball und Kultur, für dich ist es eh kein Gegensatz. Was macht ihr hier alles? Erzähl mal so ein bisschen. Also wir haben hier das Stadion der Träume gebaut. Das ist eine Idee von Albert Ostermeier, der eine Veranstaltungsreihe machen wollte und das auch hingekriegt hat, dass diverse Theaterstücke, die mit Fußball sich befassen, geschrieben werden extra fürs Stadion der Träume. Und wir haben uns gedacht, wenn wir das als Veranstaltungsreihe behaupten, können wir es auch physisch bauen. Und das haben wir eben hier hingestellt im Innenhof vom Fettcat, vom ehemaligen Gasteig und bespielen das jetzt mit Konzerten, Theater und machen auch Public Viewing. Fast wie ein richtiges Stadion sieht es aus. Im richtigen Stadion warst du am Freitag auch. Wir kommen mal auf die Europameisterschaft. Was ist es für ein Gefühl? Ist es ein Sommermärchen? Kann es eins werden bei dem Ergebnis? Ja, bei dem Ergebnis auf alle Fälle. Und jetzt, wenn das Wetter auch so bleibt, glaube ich, heizt es die Stimmung auch nochmal an. Es war natürlich ein Traumstart, auch gegen so lustige Menschen wie die schottische Mannschaft zu spielen. Und wir haben die auch hier im Fettcat jeden Tag. Solange sie halt dabei sind, gibt es eine BBC-Fernsehshow hier aus dem Fettcat. Und da sind jeden Tag 120 Leute aus Schottland, die nachher immer schön feiern, egal wie es ausgeht. Das ist super. Die Schotten sind toll. Die Schotten in München waren einfach der Hammer. Auch da haben wir, die Sporties haben hier gespielt zur Eröffnung vom Stadion der Träume. Statt 54, 74, 90, 2006 hieß das wieder ein bisschen anders. Das war ein sehr schöner Abend, wo auch nochmal die Vielfalt gezeigt wurde, was die auch sonst noch drauf haben, die Sporties, nämlich dass der Flo da eine Ode an Maradona geschrieben hat und sein Buch vorgestellt hat. Und insgesamt glaube ich, ist es ganz gut, wenn Musik, Comedy, Kabarett, auch Menschen aus diesen Bereichen, eben, die fußballaffin sind, das jetzt auch zeigen und auch einfach zeigen, wir können auch alle miteinander feiern und eine gute Zeit haben und in diesen Zeiten einer Verblödung, einer mit einem extremen Rechtsruck und dem Land, wie wir es eigentlich nicht zeigen wollen, einfach noch hingehen und sagen, wir sind viel mehr und wir können alle miteinander, sehr gut miteinander, das ist, vor das Fußball auch insgesamt verbindend herstellt, wie es die Christler vorher auch schon eingangs gesagt hat. 72, 80, 96, 20, 24, so hieß das Lied der Sporties, das sie dann umgetextet haben. Also schon der Vergleich zum Sommermärchen, wo es ja nicht nur um
den fußballerischen Erfolg gegangen ist, sondern eben auch um die Stimmung, um die Atmosphäre, um die Freundlichkeit. Und das hat sich ja auch die Hostie München auf ihre Fahnen geschrieben. Freundlich, gastfreundlich zu sein, Begegnungen zu schaffen. Du bist da ganz nah dran, du machst ja ganz viele Aktionen, kulturelle Aktionen im Bellevue de Monaco, das du ja gegründet hast. Dort seid ihr ja auch aktiv, da ist der Fußball auch ein Thema, aber vor allen Dingen der kulturelle Hintergrund und die Möglichkeit, Menschen aus vielen Nationen zusammenzubringen, die vielleicht auch gesellschaftlich Schwierigkeiten gehabt haben. Ja, also das haben wir genau deswegen gegründet, um eine möglichst das organisch zu gestalten, dass Menschen, die auf der Flucht sind oder halt sich, keiner hat sich den Ort seiner Geburt ausgesucht und die sind halt jetzt hier ankommen und wir versuchen halt in Bellevue, die ganz normal in ein normales Leben hier zu begleiten und mit allen Freuden und auch Sachen, die ein bisschen schwieriger sind, versuchen wir das zu lösen. Und die schöne Geschichte daran ist, es ist eine Theatergruppe auch in Bellevue, die Monaco entstanden, die jetzt auch ein Stück spielen wird mit dem Titel Global Player, was die Christine Umfenbach mit dem Daniel Poljewitsch wieder erarbeitet, und das ist eine schöne Parabel auf die ganze Geschichte, auch wenn wir alle ein Leben lang unterwegs sind und können es uns nicht aussuchen. Also das ist... Holen wir sie doch mal her. Ja, ich würde auch sagen, weil wir haben ja quasi im Hintergrund haben wir die Theatergruppe von Bellevue de Monaco, die in der Sonne hier uns den schönen Hintergrund gestalten, und wir haben Christine Umfenbach und Daniel Poljewitsch hier, und wir dürfen euch auch bitte auf die Bank dazu setzen, vielleicht ein Albert dazwischen, genau. Ein Albert dazwischen. Genau, ihr erarbeitet gerade ein Stück, das am 4. Juli Premiere hat, genau. Mit eben der Theatergruppe Global Player. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Was macht ihr? Wie ist eure Arbeit? Ja, also es geht um Fußball auf jeden Fall. Aber eigentlich ist das Thema Global Player und die Frage, wer sind eigentlich die Global Player? Sind es jetzt Märkte oder sind es eben Menschen, die es schaffen, Grenzen zu überwinden, weil sie einen Traum haben, zum Beispiel Fußballer, berühmter Fußballer zu werden? Und darüber unterhalten die sich und zeigen aber auch Kunststücke mit dem Fußball. Es gibt Leute, die eben gerne Fußball spielen, es gibt welche, die Fußball nicht so toll finden, und das kommt auch vor. Genau, es gibt Leute, die gerne Fußball spielen, nicht so gerne Fußball spielen, also gut am Ball, weniger gut am Ball, mit und ohne Fluchtgeschichte, mit und ohne Migrationshintergrund, eben junge Erwachsene zwischen 16 und 23, glaube ich. Und 27. Und 27, genau. Neun Leute. Genau, und du hast das Stück geschrieben zusammen mit? Also ich habe das Stück nicht geschrieben, sondern wir schreiben zusammen, also wir arbeiten zusammen, Christine und ich, am Text, und die Texte entstehen aus den Gesprächen mit den TeilnehmerInnen, auch die Geschichten, die wir sonst zum Thema Fußball oder auch Rassismus im Fußball, eben globale Märkte, Firmen, alles verschiedene Themen, auch Frauenfußball, versuchen wir alles einzubeziehen in unsere Gespräche, und daraus auch durch ein bisschen Improvisieren entstehen dann auch die Szenen oder der Text. Und ihr arbeitet beide ja dokumentarisch oft in eurer Arbeit, und es werden quasi Geschichten eben von den jungen Erwachsenen mit in die Geschichte integriert. Ja, genau. Ich arbeite eigentlich immer dokumentarisch, du arbeitest, glaube ich, auch fiktiv, gell? Also wir, aber jetzt, wenn wir mit der Theatergruppe von Bellevue di Monaco arbeiten, dann ist es so, dass wir versuchen, sie selber das entwickeln zu lassen. Also eigentlich sind es wirklich das, was sie selber gerne erzählen. Manchmal arbeiten wir schon mit Stückvorlagen, und es wird aber dann ganz viel mit ihren eigenen Texten gearbeitet. Und diesmal haben wir halt dieses Thema Global Player, und es geht sehr viel um Fußball. Jetzt ist die Frage so, wenn man jetzt, also als Regisseurin, und eben, du bist ja auch bei der Inszenierung mit dabei. Autor. Genau, so, wenn man das jetzt vergleicht, ihr habt eine Theatergruppe, wenn man es jetzt vergleicht mit der Trainerin des Trainers einer Nationalmannschaft, und das ist quasi eure Mannschaft, ihr seid die Trainerbank, kann man das irgendwie vergleichen? Ja, ich muss sagen, ich kenne mich mit Fußball eben nicht so krass gut aus. Also ich muss sagen, nur von dem, was ich sehe, würde ich jetzt sagen, dass man halt beide versuchen, irgendwie Menschen zu koordinieren und das Beste rauszuholen. Also das zu sehen, was sind die Stärken von welcher Person und wer spricht welche Texte, wer ist vorne, wer ist hinten. Also ich glaube, es hat ganz viel mit diesem auch Zusammenspielen, oder es geht halt stärker, wenn jeder eigentlich unterschiedlich sein kann und seine Stärken dadurch in den Vordergrund kommen, dass sie sich trauen, also ihre Kraft oder das, was sie gut können,
zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen, das würde ich jetzt sagen, ist vielleicht, was Fußball und Theater verbindet. Ja, also eben die Stärken, dann weiß man auch, wo man sie positioniert, oder? Es ist im Prinzip so ein bisschen vergleichbar, wen stellt man auf? Ja, und es geht auch nicht um die knallharte Professionalität, sondern auch um das Zwischenmenschliche auch. Ist es im Vergleich, ja? Man muss schon gewinnen zum Schluss. Es geht immer ums Gewinnen. Nee, geht es immer ums Gewinnen. Ich habe mich auch gefragt, so ein Theaterstück inszenieren. Würde man jetzt das perfekte Fußballspiel inszenieren, würdet ihr es mit einem Sieg oder mit einer Niederlage enden? Also für die Emotionalität. Ja, ich meine, wir wissen gerade noch nicht ganz genau, wie wir zum Beispiel das Stück jetzt enden, ob wir es fängt eigentlich eher lustig an und es endet aber ein bisschen traurig, muss man sagen. Insofern könnte man sagen, es ist eine Niederlage vielleicht für unsere Gesellschaft. Ob wir es wirklich so machen, wissen wir noch nicht ganz sicher. Aber es gibt eben Verlierergeschichten und wir arbeiten ja viel auch zum Thema Flucht. Und da geht es schon sehr viel darum, dass bestimmte Menschen einfach bestimmte Grenzen nicht überschreiten dürfen. Sie dürfen ihre Träume eben nicht leben. Sie können bestimmte Räume nicht einnehmen in der Welt. Und dadurch gibt es eine krasse Ungerechtigkeit. Und es gibt eben Rassismus. Also sobald man schwarzer Mensch ein Tor schießt, dann ist man Deutscher. Wenn man keins schießt, dann sagt man, geht zurück, wohin auch immer, weil viele sind ja hier auch geboren. Und diese Themen kommen schon vor in unserem Stück. Deswegen ist es eben nicht nur so, dass man sagt, man siegt oder so in dem Stück. Und auch wenn man verliert, dann leidenschaftlich verlieren. Ja, leidenschaftlich verlieren in den letzten paar Minuten, quasi um die Emotionalität hochzuhalten. Wir freuen uns sehr auf das Stück. Wann ist Premiere? 4.7. 4.7. 4.7. Ja, wir freuen uns sehr. Hier hinten sehen wir die AkteurInnen. Am 4.7. ist Premiere? Ja! Ja, wir kommen vorbei. Alles klar, wir werden jubeln. Jubelt man beim Theater? Yeah! Alles klar, dann würde ich sagen, wir verbreiten Stadionstimmung, wenn ihr spielt. Alles klar. Und dann vielen herzlichen Dank. Gutes Weiterproben euch. So, danke schön. Fürs Kommen, genau. Danke. Ich nehme einen. Dankeschön. Alles klar. Tschüss, Dankeschön. Der Till kommt gleich nochmal wieder. Wir wechseln durch. Wir wechseln durch. Wir wechseln durch. Wir haben hier ja unsere Ersatzbank sozusagen. Unsere Ersatzbank. Die Spieler wärmen sich auf. Wir sind bei Hock hier im Stadion der Träume. Till Hoffmann, der Geschäftsführer des Stadions der Träume, saß gerade hier und hat erzählt, auch von der Theatergruppe in Bellevue, in Monaco. Und da vorne wärmen sich auf. Wir sehen, Simon Pierce lässt sich einwechseln. Till ist der Trainer. Und Bomillo. Genau. So, ich würde mal sagen, ihr auch bereit. Ja. Hockt euch her. Und Pause. So. Du nimmst deinen Boy, ist wunderbar. Einen Albert, einen Boy. Wie ist es, wenn man so lange auf der Ersatzbank sitzt? Das ist hart, wenn man da warten muss. Man sieht auch die Fehler, die gemacht wurden vorher. Halt, du hast kein Mikrofon. Apropos Fehler, die gemacht wurden. Waren schlimm. Hey. Die erste Frage muss hier natürlich sein: Fußball, Stadion der Träume, Bayern oder 60? Ja, das ist ja keine Frage. Für mich ist es ganz klar die Löwen natürlich. Aber wir zeigen, man kann auch gemeinsam. Ich bin FC Bayern. In der Sache getrennt, wie heißt es nochmal? Nein, ich mag die eigentlich gar vereint, nicht. Vereint. Nicht schlecht. Vereint. Also im Verein nicht vereint, aber ja, Fußball ist cool, egal welche Farbe jetzt erstmal. Ja. Bayern-Fan zu sein ist ja einfach auf der Gewinnerseite. Wie ist es als 60? Da muss ich schon, also wer hat krassere Champions League-Final-Niederlagen gehabt in seiner Geschichte als der FC Bayern? Wir nicht. Muss man auf jeden Fall kann ich schon mal sagen. Also der FC Bayern konnte schon sehr krass leiden, finde ich. Ja, aber das ist halt, sind halt so einmalige Erlebnisse, weißt du, alle drei Jahre. Wir haben halt bei uns, ist jeder Spieltag für den Löwen ist. Löwen ist Leiden, frei nach Buddha, frei nach Siddhartha. Naja, und jetzt, wo Bayern ja quasi die Meisterschaft nicht gewonnen hat, ist es auch wieder einfacher. Jetzt haben wir wieder, die Nummer 1 der Stadt sind wieder wir, würde ich sagen. Das war ja auch verdient. Und auch, dass nur Dritter geworden sind, war dann einmal verdient nach den vielen Fehlern der letzten Jahre, die der FC Bayern gemacht hat. Ja. Weißt du, was eigentlich so wichtig ist, München jetzt rot oder blau? Ich finde, glaube ich, München ist groß genug für beide Farben, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst ich als Löwenfan finde, das kriegen wir schon hin. Wir schaffen es ja auch, uns aus dem Weg zu gehen. ihr schafft es, aus dem Weg zu gehen, vielleicht auch deshalb, weil ihr natürlich mit euren Programmen, also immer Hybrid und Haushaltsloch, als Kabarettisten, Comedian, gerade viel auch unterwegs seid. Ja.
Ich schaue eh mehr Spiele im Zug tatsächlich, als ja. ich es leider irgendwie im Stadion schaffe ja. oder vom Fernseher. Mich würde mal interessieren, Rod Stewart war gestern auf der Bühne in Leipzig und hat sich quasi politisch positioniert gegen Putin und er hatte auf einmal das ganze Publikum gegen sich. Oder ein Großteil, glaube ich, auf jeden Fall. Oder ein Großteil, ja. genau. Beim Fußball ist ja auch so, wenn du als Mannschaft plötzlich am absteigenden Ast bist, wenn du gerade verlierst, dann hast du auch oft die Fans gegen dich und die gehen auch früher heim. Wie ist es bei euch, wenn ihr auf der Bühne seid und ihr merkt, irgendwie, das Publikum ist jetzt nicht eurer Meinung, ihr verliert die gerade? Ja, es ist auf jeden Fall hart. Also das dann wird es richtig harte Arbeit, muss man sagen, wenn man die Leute nicht hat, weil es ist ähnlich wie bei Fußballern auch, glaube ich, wir werden auch schon mit vom Publikum mitgetragen. Also man sagt es immer so, dass es ein Dialog ist und es ist auch wirklich so. Wir brauchen die Energie auch wieder zurück und wenn es dann so ein schönes Ping-Pong gibt, dann fliegst du und sonst ist es halt hart. Und wenn du auch das Gefühl hast, die mögen dich wirklich nicht, dann ist es auch schwierig, lustig zu sein, weil jetzt vor jemand, der mich nicht mag, dann irgendwie noch einen frechen Spruch zu machen, ist natürlich zumindest gewagt. Ja, beim Fußball gibt es ja den 12. Mann, bei uns gibt es halt den 2. Mann. Also ja, ja, genau. Das sind wir und das Publikum. Wir wollen beide einen schönen Abend haben, das ist ein Geben und Nehmen. Ja, und manchmal, also ich war mal bei einer Firmenfeier, wo lauter Versicherungsvertreter waren und es hat Nachspeise gegeben, während man Auftritt. Ja, immer gerne. Und gegen einen Mousse au Chocolat hast du halt mit der besten Comedy-Chance, ja. weil ja, das Hirn gerade am Verdauen ist oder sonst was. Also sowas kann passieren und dann muss man einfach professionell durchziehen und danach richtig gescheit duschen. Also, ja, das muss man richtig. Dann kommt dieser, so dann kommt dieser saure, dieser Buttersäure-Schweiß. Ohne Schwein, ja, genau. Na, und der fährt bei mir von hier. Also, wenn ihr dann merkt, dass ich hier schwitze, es gibt so eine Stirnposition, da merkst du, okay, das war jetzt so ein dicker Schweißtropfen aus der Pore, dann wird's schwer. Ja. Schönste ist immer, wenn wir so Weihnachtsfeiern, die Chefs vorher dann verkünden, dass ja im nächsten Jahr ein bisschen rationalisiert werden muss. Wir müssen 12% der Belegschaft entlassen. Aber jetzt erstmal Comedy. Simon Pierce heute für uns, wir freuen uns. Wunderbar, ja, das als, ist natürlich schon. Als Comedians lebt ihr ja auch ein bisschen davon, die Leute zu karikieren, zu beobachten und vielleicht ein bisschen zu persiflieren. Eignen sich Fußballer überhaupt für komödiantische Beleuchtungen? Also durchaus, weil die ja auch manchmal Sachen von sich geben und man denkt, ah, danke dafür, den nehme ich gleich mit in meine nächste Show. An wen denkst du? Da gibt es einige. Ich möchte jetzt auch keinen hier runter machen. Also gab es ja immer schon, oder Jogi Löw, wenn der sich da irgendwie unten hinfasst. Damals, das kam man natürlich auf der, also bei mir jetzt gerade tatsächlich auch in mein Programm gepasst, weil ich da so eine ähnliche Nummer drüber hatte, dann hast du den da gleich irgendwie da liegen und denke ich mir, danke, Herr Ex-Bundestrainer, der war sehr hilfreich für mich. Also ich glaube, dass früher schon krassere Typen gegeben hat, also dass jetzt schon alles sehr aalglatt gestriegelt ist durch Medientraining oder was da alles gibt. Also, dass man ein Interview irgendwie polarisiert, die wissen, ob bloß kein Shitstorm, bloß nicht die andere Mannschaft schlecht reden, bloß nicht mich hervorheben, sondern ja. es ist immer, auch wenn du 6-0 gewinnst, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir als Team. Gegen einen starken Gegner. Ja. Wir haben uns ja. das vorgenommen. Und ja. die Fans waren super. Ja, genau. Das ist so ein Interview. Und früher, keine Ahnung, da hat es einmal in der Halbzeit ein Interview gegeben oder wirklich ja. Verschwitzt. Lothar Matthäus, der Skandal. Wo der Kragen platzt, ja, genau. Genau, wo der Kragen platzt. Das ist so ein bisschen weggestriegelt. Von daher gibt es dann nimmer so viel. Und wenn dann, jetzt werden es immer dann, wo sich halt Leute dann leicht drüber lustig machen, wenn du halt merkst im Interview, da hapert es ein bisschen am Intellekt. Und das finde ich halt dann persönlich das schwach, das ja. dann auch noch zu verarschen, weil das ist halt nach unten getreten irgendwie, das mag ich nicht. Also ich habe einmal gesehen, dass Fußballer sehr große Schwierigkeiten mit deutschen Redensarten ja. hatten. Das habe ich jetzt so, da habe ich mal in Linguistik in meinem Studium tatsächlich eine Seminararbeit drüber geschrieben zur WM 2006. Und das ist auch in einem von meinen Programmen. Genau, WM. Viele sind schon tot, die damals im Stadion waren. Und dann habe ich halt so Sprüche gesehen wie Ottmar Hitzfeld. Er kam in die Kabine und hat der Mannschaft so richtig die Leviten geblasen. Ja, also Leviten lesen und Marschblasen, ja. wer zu Leviten geblasen. Oder ja, Franz Beckenbauer hat mal gesagt, beim nächsten Länderspiel wird wieder die gesamte Nation hinter dem Fernseher stehen. Und das ist dann schön, das ist dann unfreiwillig komisch und das kann man rausnehmen. Ja, aber unterm Strich ist für mich ein bisschen zu glatt und nimmer interessant, ein Interview zu schauen dann noch. Beim nächsten Spiel wird die gesamte Nation hinter dem Fernseher stehen. Es war jetzt gerade, also Simon, du hast ein Programm, das heißt Hybrid. Dein erstes Solo hieß Allein unter Schwarzen. Du beschäftigst dich in deiner Arbeit auf der Bühne schon lange auch mit Rassismus. Jetzt kam gerade die
die Meinungsumfrage im WDR. Jeder Fünfte hatte angegeben, dass er es besser fände, wenn wieder mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft spielen würden. Überrascht dich das? Ärgert dich das? Überrascht dich die Umfrage? Naja, also es ärgert, es verletzt tatsächlich, es ist ja immer wieder, also man weiß es ja eigentlich, es überrascht mich eigentlich nimmer, aber man, es tut dann doch immer wieder weh, wenn man so aufs Brot geschmiert hat, was immer noch für eine Ablehnung man irgendwie, oder meinesgleichen quasi widerfährt. Und die Umfrage an sich, man muss halt auch den Zusammenhang sehen. Das war ja selber ein Bruder, sage ich mal, der das gemacht hat, diese Reportage, und der hat aufgrund, der musste das halt einfach statistisch belegen, was er da gefühlt an Aussagen auch schon bekommen hat. Und deswegen gab es diese Umfrage dann. Deswegen kann man die nicht einfach jetzt als schlecht oder dumm bezeichnen. Die ist halt so eigentlich homogen daraus gewachsen. Und ja, erschreckend ist es schon. Ich meine, weil das ist halt immer wieder das Gefühl, dass halt man dann irgendwie vielleicht weiße Menschen nicht nachvollziehen kann. Das fühlt sich halt nicht schön an. Ich bin Deutscher. Und wenn man dann so merkt, okay, das sprechen mir immer noch, vielleicht sogar 21% der Leute sprechen mir jetzt auch mein Deutschsein ab. Und das ist nicht schön. Vor allem, weil wir gefühlt ja eigentlich schon früh weiter waren. Also ja. Dort WM 2014, ne, wo dann wieder der Erfolg reinspult, dass es doch diese tolle Werbung geben, wo diese Familien von den Spielern so eine Grillparty geschmissen haben für alle Nationalspieler. Und das war irgendwie wahrscheinlich so der Peak. Ach ja, wir sind bunt und wir sind offen und ach herrlich. Aber auch 2006 muss man auch sagen. Aber ja. Alter, was man aber eben da nicht vergessen darf, wir haben hier irgendwie das Sommermärchen gefeiert und parallel hat der NSU gewütet. Also das haben wir ja damals nicht gewusst. Deswegen ist das immer so ein bisschen scheinheilig, wie sagt man denn? Also man muss da aufpassen. Es passiert halt einfach viel im Hintergrund und jetzt kommt es halt immer mehr in die Öffentlichkeit. Und dann, das war aber vorher auch schon da. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel schlimmer geworden ist. Es ist halt lauter geworden. Und United by Football, also ich meine, es ist einfach München, Berlin, die Städte sind voll, eben wie man schon vorher gehört hat, die Schotten sind da. Es ist einfach wirklich, es ist ja total toll, wenn man durch die Stadt läuft, wenn man irgendwo hinschaut. Man sieht so viele verschiedene Nationen. Haben wir da jetzt die Hoffnung, dass das was schon auch wieder was verändert? Ich ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es wieder so ein Spirit gibt, auch nach den ganzen Ergebnissen jetzt in jüngster Zeit. Politisch dachte ich mir schon, hey, vielleicht gibt es da wieder so einen schönen Schwung. Jetzt fängt die Sonne auch wieder an zu scheinen, also es ähnelt sich ein bisschen. Die Sonne hilft brutal früh, glaube ich. Und wir sind auch gerade so zusammengesessen und haben gesagt, also jetzt einfach nur urban gesehen, mei, bau einfach ein bisschen was auf, was schon ein paar Bierkästen, ein paar Bierbänke. Die Leute kämen zusammen, jung und alt. Man sieht sofort, hey, das ist cool. Also ich glaube, dass nach wie vor Menschen sehr, sehr früh Bock haben mit anderen Menschen, egal wo die herkämen oder wie die auch schon was zu machen. Wenn man sich begegnet, dann werden halt Vorurteile auch oft sehr schnell eben aus der Welt geschafft. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Bayern und 60. Ich dachte, wir küssen uns jetzt. Ja, nein, ich habe schon die Zunge ausgefahren. Ich habe kurz überlegt, aber das ist dann wieder zu plakativ von drüber. Ja. Das ist genau die Idee dieser Bänke. Das ist genau die Idee von Hock die her, was die Host City München sich überlegt hat, Begegnungen zu schaffen, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Und wenn man mal im Gespräch ist, dann findet man auch eine Verbindung. Ja. Jetzt holen wir mal den Fritz hierher. Friedrich Arni, freuen uns sehr. Der sitzt nämlich alleine auf der Bank. Oder möchtest du? Mal in die unser Joker. In die Dame. Immer wenn es schlecht läuft, braucht man Fritz. Der Bude ist dir immer gut. Ich gebe dir mal mein Mikro. Dann so. Ja, dann teilen wir. Friedrich Arni. Freuen uns sehr, Friedrich Arni. Schriftsteller. Servus. Bestseller-Autor, Dramaturg. Hier auf der Bank jetzt und Freund von Albert. Genau. Solange jetzt auf der Bank gesessen zu haben, aber dann doch am Ende eingewechselt zu werden, ist ein Gefühl, was man als Fußballer kennt, als Schriftsteller jetzt wahrscheinlich weniger. Doch, also ich habe eigentlich schon oft das Gefühl gehabt, dass ich sehr spät eingewechselt werde und auch zu Unrecht. Also ich war auch schon oft wo ich mir gedacht habe, wäre jetzt ohne mich vielleicht auch gegangen. Ja, also auf beiden Seiten. Also nein, aber es ist natürlich jetzt, draußen sein ist immer schön. Du sitzt hier im Stadion der Träume, weil das ja auch einen Hintergrund hat. Du hast Stück geschrieben. Abseits gibt's nicht. Wäre in manchen Fußballsituationen vielleicht ganz gut, wenn es keinen Abseits gäbe. Um was geht's da? Da geht es um zwei Personen, eine jüngere Frau und einen älteren Mann, die sich an einem Bolzplatz zufällig treffen und feststellen, dass sie beide vor etwas weglaufen und so in einem Moment ihres Lebens sind, der sie sehr verwirrt. Ja, und sie versuchen miteinander Klarheit zu gewinnen, was sie jetzt eigentlich als nächstes machen sollen. Ja, das ist ein relativ kurzes Stück und ja, sehr, sehr dramatisch geworden. Und was ich so gehört habe, ist es irgendwie, läuft es ganz gut jetzt bei den Proben. Wir sehen es hier im Theater
Im Stadion der Träume sehen wir es hier in der Blackbox am 27. 27. und 28. Juni. Das ist ja eine von vielen Veranstaltungen in diesem großen Programm, das Albert Ostermeier als künstlerischer Leiter verantwortet. Wie ist es aus viele, viele Dinge sind, Sport, das haben wir eben erwähnt, finden hier draußen statt. Manche Dinge sind vielleicht eher für ein Publikum, das sonst aus Fußballarenen Stimmung gewohnt ist, vielleicht erstmal ein bisschen neu. Und das ist ja auch genau die Chance, jemand Neuem seine Kunst darzubieten. Nein, das ist ja jetzt ein Kulturprogramm, das heißt ja auch so, glaube ich. Also man hat sich überlegt, dass man parallel zum Fußball etwas macht, ja, was halt nicht unbedingt immer direkt den Zusammenhang mit dem Fußball hat, sondern einfach ein anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm mit allen möglichen Facetten. Und das finde ich eine Riesenleistung. Ja. Das ist ein gewaltiger Aufwand und ich finde, dass das wirklich eine gute Idee ist, sowas zu machen. Eben auch, um Leute anzusprechen, die sagen, ja, Fußball, gut, schaue ich schon, aber daheim halt. Und dann geht man ja doch raus und dann macht es vielleicht Spaß, ja, dass man live dabei ist. Ja. Jetzt haben wir eben den beiden die Frage gestellt, die man in München als Fußballfan natürlich beantworten muss. Bayern oder 60? Ich dachte, ich wüsste es von dir, aber vielleicht ist es ganz anders. Ah, das war schön, aber. Also. Das stimmt. Ja, ich bin ja am Dorf aufgewachsen und ich habe immer, also ich war wirklich ein beinharter Bayern-Anhänger, weil das war für mich einfach die Mannschaft. Ja, und dann bin ich älter geworden und war immer noch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, da stimmt was nicht. Und dann sind ein paar Dinge passiert und ich wohne ja in Giesing und dann bin ich direkt ums Stadion, ums Eck vom Stadion, also vom Sletzker Stadion. Und dann bin ich halt, dann irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt legt es mich doch am Arsch da irgendwie. Und habe den einen Verein verlassen und man muss einmal was richtig machen und bin jetzt zu den 60er gegangen. Ja. Ein Konvertant, sehr gut. Aber wann war das, dass du gesagt hast, du hast die Schnauze voll? Ja, also das ist noch nicht so, also das ist jetzt, sagen wir mal, so 10 Jahre her, aber das ist gewachsen in mir, also gewuchert, eine gewisse Abneigung, die dann immer wieder hochkam bei bestimmten Ereignissen, wo ich mir gedacht habe, echt, jetzt langt es dann irgendwann und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was da passiert ist, irgendeine komische Mediengeschichte. Und dann habe ich gesagt, echt, jetzt wirklich. Aber es ist jetzt schön, das heißt quasi, aber Fußball an sich war einfach immer noch, wolltest bleiben? Aber halt, weil ja, was soll denn sonst machen? Ja, ja. Ja, ich kann ja jetzt nicht. Das wäre ja total wahnsinnig, wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, jetzt Fußball mache ich jetzt auch nicht mehr, ich mache jetzt Hockey oder so, ich gehe jetzt in einen Hockeyverein oder so. Nein, Fußball, ja. Natürlich, klar. Ja, Fußball ist das, was mich immer schon interessiert hat, als Sportart. Und früher habe ich selber gespielt. Ja, ich war Torwart immer. Weil da habe ich mehr Ruhe gehabt. Nein, ich war halt einfach nicht schlecht als Torwart. Und Fußball ist für mich echt wichtig. Also ich schaue viel und das macht mir immer noch Freude. Und jetzt bist du Mitglied bei 60 sogar? Ja, lebenslang. Lebenslang? Ja, da kann man sich entscheiden, ob man nur so monatlich oder lebenslang. Da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon, dann lebenslang. Ja. Wenn du in Versuchung kommst, dich nochmal umzuentscheiden. Ja, wankelmütig. Wenn du in Giesing lebst und beide Seiten kennst in deinem Herzen, in deiner Brust, Bayern-Fan gewesen bist, jetzt konvertiert bist. Wie ist es da in Giesing? Geht es? Geht es beides sein? Wie meinst du? Ja, klar geht es. Es ging immer schon. Das Problem ist vielleicht jetzt, dass die Nachbarschaft das gerade erst erfährt, dass er eigentlich mal Roder war. Nein. Das war schon bekannt in den Stüberl, wo ich war. Also 1-2 Stammstüberl, die ich da hatte, da wussten die das. Und ich war da ein bisschen im Exil, aber sie haben mich geduldet. Also das war schon okay. Ja. Und ich gehe natürlich nicht, wenn die Zetzka spielen, da hier mit einem roten Schal. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das ist ja auch albern. Aber nein, es ging schon. Ja. Übrigens gerade Mitgliederversammlung. Deswegen bin ich froh, dass ich hier bin. Was sagst du Leute, die sagen, für mich ist Fußball keine Kultur, das schaue ich mir nicht an, ich gehe nur zur Hochkultur? Ja, das macht ja nichts, da sollen sie halt da hingehen. Also das ist ja nicht so schlimm. Leute, denen muss man ja nichts sagen, die gehen halt zur Hochkultur. Ich finde jetzt auch nicht, dass Fußball so eine absolut niedere Kultur ist. Ja, also, aber nein, da sage ich gar nichts. Von jeder. Ja. Wenn du Torwart warst, Torwarte sind eher so die Einzelkämpfer? Vielleicht war ich mal ein Einzelkind war oder so. Nein, ich weiß nicht, ich konnte es halt besser als schießen. Ja, also ich habe halt festgestellt, dass meine Reflexe nicht schlecht sind. Ich war halt Handballtorwart auch ein paar Jahre lang und ja, das ist wirklich ein krasser Sport. Und
Und das war halt meine Position. Ja. Und ich habe da viel trainiert und die war nicht schlecht. Ja. Geht es ja ins Stadion auch? Ah, in die Allianz Arena kommt man als Nicht-Mitglied kaum rein. Also ich war schon ewig nicht mehr im großen Fußballstadion. Als die Löwen dann noch gespielt haben, da war immer genug Platz, ehrlich gesagt. Ich gehe schon immer wieder, wenn ich da bin, schaue ich schon. Ich war jetzt auch zweimal mit meinem Bruder schon irgendwie, der wird jetzt auch langsam angewöhnt und ich bin schon öfter mal da. Und impulsiv, emotional oder eher zurückhaltend? Ich bin kurz impulsiv, aber ich bin so einer, der irgendwann winke ich ab. Also der Schmerz, auch beim Abstieg damals, es war dann nur eine halbe Stunde, war ich traurig, dann dachte ich mir so, ach komm, so sind halt die Löwen. Ich bin in der Bayernliga Löwen-Fan geworden damals, 86, jetzt, dann sind wir halt damals wieder runter. Ich bin da, es wird schon wieder weitergehen. Ich schreibe mir da jetzt nicht mehr einen Hals raus irgendwie. Das ist mir, ich bin ja auch vielleicht einfach schon ein ernsthafter Ältere her. Schaust du eher allein oder Public Viewing? Nein, ich schaue eher allein. Also ich habe das Glück gehabt, bin ein paar Jahre lang mit dem Kurator dieser Veranstaltung, mit Albert Ostermeier, der mich mitgenommen hat ins Stadion zu bestimmten Spielen. Das war toll. Aber das mache ich schon lange nicht mehr, weil mir sind einfach zu viele Leute und zu viel. Also ich bin da echt ein bisschen klaustrophobisch. Ja, und ich bin aber auch nicht so Public Viewing, ist ehrlich. Weil ich erkenne da manchmal Seiten an mir, das möchte ich nicht, dass das jemand mitkriegt. Und ich bin eigentlich wirklich ganz gern daheim. Also ich kann mir auch große Spiele sehr schön daheim betrinken. Also das geht schon. Also ich habe da auch die Emotionen viel besser im Griff mittlerweile. Ich habe als Bub im Ruggero Rizzitelli-Trikot habe ich noch gewarnt, wenn die Bayern mal verloren haben oder so. Mittlerweile merke ich, dass da vielleicht nur sowas drin wäre, dass man wieder freilegen kann. Aber jetzt sagt man halt so, haben sie halt verloren. Das echte Leben ist dann doch wichtiger als der Fußball. Darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, aber empfinde ich manchmal so. Ich bin manchmal tatsächlich daheim, bin ich emotionaler, merke ich, als im Stadion. Also ich bin im Stadion schon auch emotional, aber ich glaube, weil da schreien dann eh schon alle, denken mir, ja genau, was er sagt. Und dann daheim muss ich es halt selber erledigen. Dann muss ich jetzt schimpfen, hilft ja nichts. Ja, einer muss den Job ja machen. Tiefer da. Aber wenn ich es gesehen am Freitag, die Stimmung war schon sehr, sehr freundlich, sehr positiv, auch wegen der Schotten. Kannst du ein bisschen Sommermärchen reloaded werden? Ich bin ein Positivdenker, deswegen sage ich ja. Schauen wir mal. Es kann irgendwas Eigenes werden. Also man muss nicht immer dieses, was vor 18 Jahren war, kopieren. Das ist halt so ein Begriff, der blieb ist. Aber vielleicht entsteht irgendwas anders, was vielleicht kein Märchen ist, aber was sehr wertvoll und cool ist. Aber es ist schon wichtig, dass Deutschland weiterkommt, oder? Ja, also wenn wir ins Viertelfinale, ins Halbfinale kämen, ist schon super. Also ich bin ja damals im Fußballverein nach der WM 90 und mein Matthäus Breme Klinsmann, da weiß ich, was das für eine Wucht haben kann, gerade für die Kinder an Inspiration, was zu machen. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn jetzt so ein Wirtz, wenn Musiala, wenn Havertz da diese Tore machen. Krass, das kann für viele, viele Jahre, viele, viele Leute sehr motivieren und inspirieren. Da hat er recht. Yes. Hockt ihr hier im Stadion der Träume? Wir sind schon in der Schlussphase, können natürlich nicht auseinandergehen, ohne den Till nochmal zu uns zu holen. Hock die her, Till. Einen Platz finden wir noch. Capitano. Einen Platz finden wir noch. Spielertrainer. Ich muss immer früh raus, weil. Wir haben gerade ein bisschen gesprochen, wo man Fußball eigentlich schauen kann. Es gibt natürlich die große Fanzone, der hostet in München im Olympiapark. Hier im Stadion der Träume kann man es auch schauen. Genau, also wir zeigen auch die Spiele. Das erfahrt man unter stadionderträume.de. Also nicht alle, aber die guten. Aber heute, heute Abend ist ein gutes Spiel, aber da habt ihr noch was anderes vor, was Besseres vor. Ja, heute Abend haben wir Lucky Punch Comedy Club mit einer Show da mit Michael Mittermeier und deswegen kein Fußball, aber man kann ja am Handy ab und zu nach dem Ergebnis schauen. Das haben wir ganz gern, wir Comedians auf der Bühne. Also Simon Pierce wird heute nicht dabei sein. Bleibt auf der Bank und schaut sich in irgendeinem Stübel an wahrscheinlich. Nee, also wir schauen halt, das organisieren die Jungs von hier vom Live Idol, von dem Club hier mit und die wählen die Spiele aus und wir hoffen, dass gute dabei sind. Auf was kann man sonst noch freuen im Stadion der Träume? Es geht ja noch bis zum Finaltag, glaube ich. Genau, also wir spielen bis 13. Juli. Es gibt diverse Konzerte hier noch. Eben, wie gesagt, heute Abend im Michi Mittermeier mit Lucky Punch. Dann gibt es auch eine Premiere mit Hans Steinbichler, das er inszeniert und macht, wo Fritz Anni auch mit auch ein Stück dazu beigetragen hat, was uns sehr freut. Abseits gibt's nicht. Abseits gibt's nicht. Wirklich? Schau.
Schauen wir mal, was wird in dem Stück dann. Und es wird eben, was wir vorher gesehen haben, das, die Theatergruppe von Bellevue de Monaco geben mit Global Player. Ja, und ansonsten schauen wir, dass wir ein bisschen feiern zwischendurch und möglichst mit der Mannschaft ins Finale kommen. Jetzt können wir nicht auseinandergehen, hockt die eher ohne einen Tipp gewagt zu haben. Ja. Wer wird es denn jetzt am Ende? Simon? Ich glaube Deutschland. Ich glaube, Deutschland macht es tatsächlich. Im Finale gegen? Oh, da kann ich mich jetzt wieder in die Nesseln setzen, weil ich den Baum nicht auswendig kann. Ja, aber es ist ja noch alles möglich. Also ich glaube, dass Frankreich auch weit kommt. Und ich, mein kleiner Geheimtipp ist, also, ich weiß nicht, ob es einer ist, Österreich auch noch dorthin. Das wäre natürlich brutal. Deutschland, Österreich, da gehen manchen Leuten die Herzen auf wahrscheinlich. Du magst nur 21 Mannschaften nennen. Ich lege mich nicht fest. Ja, Portugal ist halt Portugal, Spanien, Frankreich, Italien sind die vier Halbfinalisten. Und vielleicht nur als fünftes Deutschland, damit die lang dabei sind. Ja, ich bin für fünf Halbfinalisten. Jetzt Petition jetzt online bei bomilo.de. Ja, ich will jetzt Spanien nicht ausschließen. Till, du hast gute Connections zum Turnierdirektor auch. Geht da? Kannst du da was machen? Hat er einen Tipp? Hast du einen Tipp? Aber er hat schon geplant, also das Finale Deutschland-England. Und Kane wird seinen ersten Titel haben vielleicht als Vize-Europameister, hört sich jetzt nicht so schlecht an. Also ich glaube, in die Richtung könnte es gehen. Sehr cool. Ich bin tatsächlich auch Deutschland-England, aber ich glaube, England macht's. Im Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen. Wir werden sehen in nicht mal mehr vier Wochen. Das war Hock die Her, live aus dem Stadion der Träume am Fettgeld, wo heute Abend, kann man noch kommen? Gibt es noch eine Chance? Ja, man kann. Ja, man kann kommen. Einfach ja, mit der Meier spielen. Dabei schon. Wo gute Spiele zu sehen sein werden. In der Fanzone sind alle Spiele zu sehen und bei uns auf münchen.de könnt ihr diesen Livestream nochmal nachvollziehen. Und wir sind am Mittwoch wieder dabei, am Mittwoch im Olympiapark. Da gibt es auch so eine Bank. Die Bänke stehen, 6 Bänke in der ganzen Stadt am Mittwoch im Olympiapark. Da geht es um Fußball und den Traum von der Profikarriere. Wir haben Vertreter da vom FC Bayern, von Unterhaching und aus dem Eishockey. Wer es genau sein wird, morgen auf münchen.de. Vielen Dank an euch. Hat Spaß gemacht. Gute EM. So, schieß. So. Jetzt, Till.